Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Syndicate Games. Ja, die letzte Folge kam mir mega gut bei euch an und wenn die Leute jetzt hier sind und fragen so, warst du Haare schneiden? Ja, dann kann ich sagen, jupp, ich war Haare schneiden. Für die Leute, die es dann unbedingt wieder wissen wollen, weil man es ja so unauffällig sieht. Und da die letzte Folge Syndicate Games so gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir so, mache ich noch eine Folge Syndicate Games? Ja. Yeah. Gut. Wir haben schon ein Schwert und einen Bogen. Ich würde sagen, wir warten nicht mehr lange und gehen dann einfach gleich drauf, damit er sich nicht ausrüsten kann. Es sei denn, er hat jetzt zwei Eisenbahnen und einen Stick. Zwei Diamanten und einen Stick. Oder sonstiges. Deswegen gehe ich jetzt da gleich rüber. Aber ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, wo er ist. Aber er müsste hier sein. Aber die Kiste hier drin möchte ich mir noch holen. Oh, gut. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Der hat mich bestimmt schon gesehen. Bestimmt. Ich guck mal, ob er sich seine Enderperlen genommen hat. Ja, spawnt er ja. Hier müssten die Enderperlen irgendwo sein. What the fuck? Er spawnt hier, aber hier müsste er spawnen. Genau, die Enderperlen hat er sich genommen. Den Rest nicht. Sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe schon drei Schwerter. Okay. Jetzt habe ich schon... Ich habe schon einiges an Schwertern jetzt. Hm. Da ist er ja. Der Sebi. Komm her, Sebi. Ich bin dein Freund. Sebi, es tut mir leid. GG. Tut mir leid, Sebi, dass ich dich jetzt getötet habe. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Diesmal auf der Map Floating Islands. Und los geht's. Schade, kein Schwert in der Anfangskiste. Also wenn man wirklich in der ersten Kiste, die man findet, ein Schwert hat, dann kann ich einfach nur sagen, du kleiner Lacker, du. So, und jetzt, oh, meine Güte, jetzt bin ich da auch noch runtergefallen. Hallo, gibt's hier eine Kiste? Gibt's hier eine Kiste? Nope. Aber hier bin ich, glaube ich, noch gar nie gespawnt. Hier bin ich noch nie gespawnt, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt auch gar nicht nachgeguckt, ob mein Gegner gut ist oder... Das wird gefährlich, ne? Ah, hier, genau. Hier sind ja die Enderperlen. Zack. Und jetzt muss ich wieder hoch. Zack, zapp, zapp, zapp. Und, ja, yeah, ich bin oben. Oben. Kennt ihr den Film Oben? Da gibt es ja so einen Film. Da ist so ein Opa mit so einem Pfadfinder. Schon fliegen die so hoch. So. Genau, aus diesem Haus hier komme ich. Dann gehe ich darüber und suche mir hier ein paar Kisten. Weil ich einfach noch keine Waffe habe. Wow, da ist er ja schon. Ja, da ist er ja schon. Hi. Ich wollte nur mal ganz kurz da hoch. Ich wollte dich jetzt nicht weiterhin stören oder so. Das wollte ich nur mal ganz kurz loswerden, ja? Damit das okay ist. Ob das okay. Okay. Ach, Hauptsache, wir lassen uns einfach in Ruhe. Na gut. Das war jetzt ziemlich krass. Und? Klar, verschwende ich einfach mal die kompletten Enderperlen hier. So, wir haben einen Enderflash. Damit können wir die Leute blenden. Und? Wow. Wow. Und ist er runtergefallen? Das wär's nämlich. Das wär's. Oh, er ist runtergefallen. Oder? Nee. Scheiße, Leute. Scheiße. Ich muss mich jetzt echt beeilen, weil ich glaube, dass er mich vernichten möchte. Habe ich jetzt eine Kiste? Und ich finde keine Waffe. Was ist das hier für eine Map? Also, ich meine, ich liebe die Map, aber was habe ich für ein Pech mit den Kisten heute? Also, heute ist irgendwas los, ne? Heute geht's erstmal los hier. Klar, ich finde Pilze und so einen Scheiß.
Aber was Gutes finde ich heute auch nicht. Ein Eisenbahn ist schon mal ein Anfang, ja. Ich möchte aber ehrlich gesagt lieber eine Waffe haben. Mir reicht sogar eine Holzaxt aus, lieber Gott. Ja, eine Holzaxt. Oder halt lieber Minecraft-Gott, ja? Bei Minecraft gibt es ja auch einen Herrn. Und der sollte mir jetzt das bitte beschaffen. Das wünsche ich mir. Gibt es hier gar keine Kisten hier oben? Ach doch. Ja, gute Ausrüstung habe ich ja. Ich glaube, die hilft mir aber nicht viel, wenn ich keine Waffe habe. Oh, endlich einen Bogen. Ja, ist wenigstens einen Bogen. Ja, ich habe 15 Pfeile. Moment. Oh, er ist runter. Oh, jetzt habe ich das Enderflash geworfen. Und dann renne ich da auch noch rein. Bin ich komplett dumm oder so? Ich bin komplett doof. Ich dachte mir so... Oh, ich sag lieber nicht, was ich mir gedacht habe. Oh, nee. Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich das jetzt noch geschafft. Okay, er ist hier unten. Der ist bestimmt hier unten. Komm her zu mir. Bitte. Komm her. Wenn er da jetzt ständig ums Haus rennt, dann macht das keinen Sinn. Da habe ich dich aber jetzt kurz ausgedrückt. GG. da habe ich ihn jetzt aber noch kurz mit dem Bogen weggeholt. Das war jetzt ein ziemlich cooler und cooler Kampf. Und ich würde sagen, wir sehen uns noch in der dritten und letzten Runde. Bis gleich. Oh, und da sind wir auch schon in der dritten und somit letzten Runde angekommen. Wir spielen auf der Map Chose Me. Ich habe auf der Map noch... Oh, Anfangskiste gleich Waffen bekommen. Das ist natürlich super. Ich habe auf der Map noch nie gespielt, deswegen kenne ich mich hier auch null aus. Ich gehe mal hier hoch. Oh, was ist denn hier los? Also manchmal hat man echt Glück. Oh, der ist schon hier. Der ist schon hier. Ja, dann. Ja, dann werde ich ihn natürlich jetzt gleich auch töten. Tut mir leid, Chosen Me. Chosen Me. GG. Ja, das war jetzt aber eine ziemlich schnelle Runde. Er hatte natürlich jetzt kein Schwert, aber warum? Die Map ist ziemlich klein, glaube ich. Ich glaube, die Map ist ziemlich klein. Drei verschiedene Maps, drei verschiedene Gegner und drei gewonnene Spiele. Ich würde sagen, das war's jetzt auch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Das freut mich ganz, ganz besonders. Die Verlosung kommt bald. Ich fahre jetzt aber erstmal weg. Ich würde sagen, bis dann. Haut rein und ciao.